Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dying Light 2 Stay Human Uncut. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und ein Dankeschön an alle, die meine letzten Videos bewertet haben. Wir suchen jetzt Juan und wie ist der andere? Keine Ahnung. Wir suchen die jetzt auf jeden Fall beim Fischauge. Da laufen wir jetzt dahin. Und ja. Heute noch gar nichts gegessen. Es ist sehr laut irgendwie, ne? Warte mal. Audio? Nee, eigentlich nicht. Okay. Dann machen wir mal weiter. Liegt vielleicht auch daran, dass ich mein Headset zu laut eingestellt hatte. Ja, meine Stimme ist ein bisschen verkorkst heute. Ich weiß nicht. Entweder falsch gelegen oder ein bisschen erkältet. Oh. Wo sind die ganzen Zombies hin? Ach, da vorne. Da sind sie ja wieder. Grüezi. Hallöchen. Boy. Jawohl. Nice. Na, was willst du halber Meter? So. Du kannst sagen halber Elfmeter. Oder? Achso, das war meine Lampe. Warte. Als ob ich da nicht dran vorbeischießen kann. Ja moin. Alles klar. Da haben wir das auch mal getestet. Wieso willst du jetzt hier nicht? Also geht doch. Ja, ein bisschen wieder in die Steuerung einfuchsen. Ich. Such sie einfach. Vielleicht sind sie nicht die Mörder, für die du sie hältst. Du bist Aiden? Die warten auf dich. Komm schon, das Treffen ist im VIP-Raum. Die Stimmung ist freundlich. Wie ein beschissenes Weihnachten bei meiner Familie. Was glaubst du, wer du bist, du verfickter Lügner? Beruhigen Sie sich, Jack, bevor Ihnen eine Ader platzt. Der Plan ist absolute Scheiße! Mach das besser! Wie wär's hiermit? Mach nichts. Ist auf jeden Fall einfacher. Kommandant, sollte der Scheißer nicht längst vor einem Erschießungskommando? Oh, die Hunde fangen an zu bellen. Ich sollte wohl besser brav sein. Ja, holla, Kumpels. Ich soll hier bei einem Plan mithelfen? Aiden, das sind die Pläne der VNC-Türme. Sobald der Sturm wieder läuft, können wir die Kommunikation wiederherstellen. Die Leute in der ganzen Stadt erfahren dann von unserer Mission. Da können sie sich uns anschließen und helfen. Sie wollen also Propaganda verbreiten. Zur Verteidigung gegen die Abtrünnigen ist jedes Mittel recht. Wenn der Schlechter unsere Stärke sieht, zieht er sich zurück. Wir verhindern Krieg. Aber vorher müssen wir uns noch um ein paar Sachen kümmern. Dann schieß los. Der ganze Bezirk wird über ein Umspannwerk gespeist. Ich wollte einen Trupp schicken, um es hochzufahren. Aber das haben sie wohl schon erledigt. Gut gemacht, Junge. Schritt 1. Umgebung des TV-Studios sichern. Das übernehmen meine Männer. Ich ziehe los. Alles klar, Ro. Viel Glück. Wir werden sie nicht enttäuschen. Ja, wir tun unser Bestes. Wer hat dich gefragt, Wierzbowski? Los, Arsch in die Wand.
Wenn Sie das nächste Mal von meinen Soldaten so mit mir reden, nehme ich mein Messer und schneide Ihnen den Schwanz ab! Oje, stell dir all die trauernden Mandeln vor. Können wir einfach zum Plan zurückkommen? Danke. Nachdem Jacks Hündchen den Eingang gesichert haben, bringen meine Männer die Lampen und wir richten einen Außenposten ein. Und dann, wenn alles glatt geht... Und das wird es natürlich. Schließlich hat der Oberbefehlshaber höchstpersönlich sich den Plan ausgedacht. Ich warne dich. Du schmeißt die Aufzüge an und fährst ganz nach oben. Wenn du aufs Dach kommst, bringst du den Transmitter an der Antenne an. Kapiert? Ich kann den Typen links doch nicht leiden. Das ganze Gebäude wird von dem Umspannwerk gespeist. Rose Männer sichern die Umgebung mit Lampen. Kapiert? Siehst du, Juan, so befolgt man Befehle. Oder rennt in den Tod. Aber mein Kopf ist hier nicht in der Schusslinie. Wir sehen uns im TV-Studio. Auf diesen Tag warten wir alle seit langem. Ja, toller Tag zum Sterben. Boah, ich hasse arrogante Menschen. Ich hasse es. Ich hab gehört, Jack und Juan versuchen dir gequirlte Scheiße einzureden. Nee, echt? Wir treffen uns vor der Kantine. Vor der Kantine. Aaron. Ich will nicht mit dir sprechen. Du bist noch da? Ich sollte gestern schon wieder zurück sein, aber der Verkäufer hat Verspätung. Nochmal von vorne. Du bist noch da? Du kannst dir bestimmt... Ja, machst wohl eine Pause zwischen den ganzen Mordanschlägen, um mich zu treffen. Ich versuche nur, Ärger aus dem Weg zu gehen. Was wollten diese Kriegstreiber? Sie wollen, dass ich auf den VNC-Turm klettere. Was? Diese Schweine. Weißt du, was der Turm ist? Das höchste Gebäude der ganzen verdammten Stadt. Aber ich schaff's. Ich hasse diese Wichser. Roe, Meyer, die sind in Ordnung. Aber Jack und Juan, die werden dir unweigerlich irgendwann in den Rücken fallen. Na schon gut, die Picards begleiten mich, meinte Jack. Hat Jack zufällig auch die Bestien erwähnt, die da hausen? Ich weiß, dass es gefährlich ist, Luan. Ich muss das tun. Man sagt, dort gibt es Dinge, die noch nie jemand gesehen hat. Oder ihr gesehen und danach davon erzählen konnte. Du klingst ängstlich. Na klar habe ich Angst, Aiden. Oh, wusste gar nicht, dass du dich sorgst. Fick dich. Hör zu. Vor ein paar Jahren versuchte Frank das Gleiche, was Jack jetzt machen will. Und das endete in einer Tragödie. Du glaubst mir nicht? Frag ihn selbst. Aiden, der Eingang des Fernsehsenders ist gesichert. Wir warten nur noch auf dich, faulen Sack. Aiden, bist du da? Sprich mit Frank, Aiden. Bitte, tu das nicht. Aiden, komm. Ja, komm. Gut. Wir sprechen mit Frank. Danke, Aiden. Du tust das Richtige. Ich will ja wissen, worauf ich mich da einlasse. Ich komme hin, so schnell ich kann. Ist was dazwischen gekommen? Beeil dich, Aiden. Wir warten alle auf dich. Ja, wohin denn? Dahin. Moin, du Sack. Steh mal auf. Lebst du noch, Mann? Ravik? Du sollst mich doch in Ruhe lassen. Ich bin's, Aiden. Ja? Ach, du bist es. Was willst du? Erzähl mir vom VNC-Turm. Das war so knapp damals, Aiden. So knapp. Und egal, was die anderen sagen. Ich hatte einen guten Plan. Einen soliden Plan. Aber es war ein Blutbad, Aiden. Ein Blutbad. Frank, wie komme ich aufs Dach? Wir gingen da rein, nur wenige Mann. Dreckskerle, hätten sie nur Vertrauen gehabt und wären bei mir geblieben. Aber einer hat den Glauben verloren und die anderen ins Verderben geführt. Wer war das? Ein Judas, jawohl. Wäre Rav nicht gewesen.
Was vorbei ist, ist vorbei, heißt es. Auf jeden Fall. Du hast das Ende der Night Runner. Gut, aber wie komme ich nach oben aufs Dach? Das geht nicht. Niemand kann das. Jetzt fick dich. Okay. Also ich weiß, wie man hochkommt. Ich habe das ja schon mal erwähnt gehabt, dass ich da mitten in der Nacht ein bisschen angeheitert da hochgeklettert bin. Weil ich einfach Bock hatte, irgendwie was zu erkunden. Und es hat's in sich, ja. Aber es ist auch keine Meisterleistung. Also man kommt da locker hoch. Das war die falsche Taste. Oh Mann, was? Nein. Oh. Wie ging denn das nochmal? Ach ja, R3. Ja. Sag das doch. Mensch, Aiden. Aber das mit dem Aufzug hatte ich halt nicht. Also ich bin hier irgendwo an der Seite hoch. Also ja, irgendwo. Ich glaube, da hinten sind die Container. Ja, genau, da hinten bin ich dann hoch und dann an der Seite hochgekraxelt. Also Aufzüge habe ich damals nicht genutzt. Das ist damals vor ein paar Wochen. So ein bisschen Strom macht doch ein schönes Leuchten hier. Aber die scheiß Aufzüge stecken immer noch fest. Die kriegen keinen Strom, wie es scheint. Das Gebäude ist doch seit Jahren ohne Strom, oder? Wir müssen die Relais prüfen. Na, wenn du nicht ein verficktes Genie bist. Die Jungs sind schon in der Dark Zone und arbeiten dran. Sie suchen den Verteilerraum im kleineren Turm neben diesem hier. Und sie bauen deine Lampen auf, um die Gegend abzusichern. Wenn meine Männer die Aufzüge zum Laufen kriegen, fahren wir einfach hoch und... Leck mich am Arsch. Hier ist Ro. Der Strom ist wieder weg. Die Zentrale sagt, das Umspannwerk läuft 1A. Es muss hier sein. Leon, wir haben hier in der Haupthalle einen Ausfall. Ihr auch? Jawohl. Wir sitzen wieder im Dunkeln. Verdammte Scheiße. Raus da, sofort. Verstanden? Leon! Wir suchen noch... Lass es sein und raus da. Jetzt! Leon! Leon! Scheiße. Ich muss dahin. Ich komm mit. Sie haben sich aufgeteilt zwischen Korridor A und B. Ich nehme A. Du gehst durch die Aufnahmestudios. Schon unterwegs. Gut. Wenn du vor mir da bist, hol sie da raus, bevor es zu dunkel wird. Und pass auf dich auf. Als Leiche nützt du uns nichts. Leon, warte! Wir kommen dich holen! Ja, dann auf! Lass mich laufen! Nee, halt. Hä? Ach ja, hier. Geh mal weg. Hier lang, Aiden. Korridor B. Viel Glück. Das werde ich wohl brauchen, oder? Nimm das. Du brauchst es eher als ich, Bruder. Boah, dieses lange Gelade, ne? Jetzt müssen wir wieder ein bisschen klettern. Na komm. Was macht er denn da? Muss ich denn hin? Hä? Darüber? Nee, Quatsch. Muss hier hin.
Mann, lass doch los, du Affe. Meine Fresse. Eieiei. Eindruck, ich bin immer wieder auf den Sack. Jetzt komm, wo müssen wir hin? So. Ja, guten Tag. Ist das ein Schattenjäger? Natürlich ist das ein Schattenjäger. Ach jo, kannst du doch keinem erzählen. Ja. Hä? L2? Was war das denn jetzt? Geh mal doch hier hoch. Keine Ahnung, was dieses L2 sein soll. Oh shit. Ja, komm, wie schnell seid ihr denn bitte? Ah, gut. Okay, das Video ist leider schon wieder vorbei. Danke schön fürs Zuschauen und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!